Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. In der letzten Folge hatten wir den wunderbaren Bug und ich steckte fest. Ich habe alles soweit wieder aufgeholt. Die Alarmglocke ist sabotiert. Die drei Wachen sind getötet, indem ich sie da über die Brüstung habe fallen lassen. Ich bin jetzt dann da hinten rum und hier runter, weil hier war es nicht so hoch. Ja, und jetzt gehen wir da hinten hin, wo der Bug war quasi. Wir schauen mal, was wir so hinkriegen. Es war wieder ziemlich spannend, was ich so gemacht habe. Es gab da einige Auseinandersetzungen, kann ich nur so sagen. So, wie komme ich denn jetzt da weiter? So. Und dann wahrscheinlich hier rüber. Na, gehst du wohl da hoch? So. Ja, da steckten wir fest. Boah, ey, du regst mich so auf. Das ist so unfassbar. So, der hier sollte uns ja damals erschießen, hat er aber nicht getan. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Und da in der Ecke, da steckten wir fest. Das war nicht so schön. Warte mal, hier ist irgendwo ein Animus-Fragment. Nur wo? Da. Komme ich da wieder hoch? Da, ne? Da ist auch noch einer. Komme ich da wieder in das Vor rein? Könnte ja sein, oder? Oh oh. Der Alarm, ey. Glocke ist sabotiert. Wo seid ihr denn hier überhaupt? Boah, jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr ins Vor, oder was? Naja, immerhin einen Schatz hätten wir auch noch. So, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Nö, ne? Ist euer Ernst, dass ich hier nicht mehr hochkomme. In die Tür kann man ja wahrscheinlich wieder nicht rein. Erbeuten, klettern. Ah, nö. Muss ich jetzt außen rum oder was? Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. So. Ach, Kinders. Es ist schon ein trauriges Spiel hier. Wenn der Brillibi Hand anlegt. So, jetzt sind wir wenigstens schon mal wieder eine Etage höher. So, kommen wir da hoch? Nee, wo kommen wir denn hier wieder in die Burg rein? Kommen wir da hinten nicht rum? Boah, Eddie, ey. Du regst mich so auf manchmal. Das ist ja unfassbar. So, jetzt mach. Bin ich da nicht irgendwo hoch? Da hinten. Mach hinne jetzt. Dieser Kerl, ne? Dieser Kerl, der macht mich einfach nur wahnsinnig. Oh. Kann ich jetzt hier vielleicht, da muss man doch irgendwie wieder hochkommen. Meine Güte. Sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ja, muss ich da wieder hin, wo wir schon mal waren. Offensichtlich. Schock. Aber wenigstens sind wir dann mal wieder in der Burg. So. Okay, da wären wir wieder. Dann mal weiter. Also wie gesagt, die Glocke und so habe ich sabotiert. Da hinten in der Region dürfte alles soweit tot sein. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was. So, und da unten sind natürlich noch massig Leute. Da weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt töten muss oder nicht. No idea. Da ist ein Schatz irgendwo unter uns.
Jetzt soll ich aufpassen, nicht, dass wir wieder umgehen. Oh. Don't bloody lose me! Schlägst du mal oder was? Fresse. So. Ja, warte nochmal hier rum. Da sind auch noch welche. Ein Grobian. Weg. Guck mal da. Was ist das denn? Das ist ein Animus-Fragment. Wie komme ich denn an das Animus-Fragment ran? Und da wahrscheinlich dann springen, ne? Ja. Von dem Kran da. Aber mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht. Also wie gesagt, hier ist soweit irgendwie alles tot. Also jetzt können wir ungehindert hier außen rumrennen. Aber wir sollen das Ding da ja erbeuten. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie näher rankommen. Da liegt's ja schon. Ha! Das war ja einfacher als gedacht! Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentlemen. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Ja, ja. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Gouverneur drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauer und brechen euch eure Hälse. Frieden, Commodore Chamberlain. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Ja, wir stehen ja gar nicht mehr hinter der Tür. Habe ich jetzt auch noch verpasst? Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Tja, Ich sehe dies als Wink des Schicksals, Männer. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben Pisse. Ist. Pisse. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance, aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen, getragen von Männern mit Visionen. Und in nur 2 Jahren setzten wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Welpen, ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Tja. Ich brauche einen Schnaps. Ach ja, ein schöner Schnaps. Das wäre jetzt das Richtige. Ha! Mission beendet! Alarmglocke sabotieren, 3 Wachen töten. Haben wir alles gemacht? 100%! Super! Auf geht das! Ha! Hat ja auch lang genug gedauert, ne? So, was jetzt? Kurier. Wo war denn jetzt hier ein Kurier? Seid ihr blöd oder was? Soll ich da mal ein bisschen fighten? Na? Ich habe ja schon ein bisschen Bock. Die Vollidioten hier. Interloper, raise the alarm! What a joke! Zack! Dann macht der Eddie mal kurz einen Prozess mit euch. Das Vor ist mein. So. Was wollte der hier machen? Wolltest du einen Alarm raisen oder was? Ist doch sabotiert, mein Freund. Ist doch sabotiert. Ist doch vollkommen... So, warte mal. Hier ist aber noch ein Schatz. Ich guck nochmal gerade auf der Map. Das dürfte das letzte sein. Das letzte Geheimnis. So, mal gucken, wo der sich befindet. Der Schatz. Da oben war er ja nicht, oder? Wo soll denn der sein? Wir machen die Wachen hier noch kaputt. So. Wo soll denn hier der Schatz sein? Der ist da oben noch nicht. Oder war ich blind? Nee, komme ich ja nicht hoch. Gucken wir nochmal gerade da oben. Aber ich meine nicht, dass er dort war. Und hier ist keine Tür oder so. Also muss er irgendwo da oben sein. Ich näher mich auch nicht. 36 Meter, der ist wo, oder? Da ohne. Kann ich hier vielleicht in den Turm? Das könnte natürlich sein. Ist hier offen?
Ich sehe das natürlich jetzt schlecht. Nee. Hä? Da gibt's so Dinge. Die gibt's gar nicht. Wo soll er denn sein? Sag mal, Leute, das ist doch nicht deren Ernst. Wo soll denn dieser Schatz sein? Bin ich jetzt irgendwie komplett blöde oder so? Hier ist doch nix. Hier kann man doch nirgends rein oder so. Warte mal, vielleicht ist er ganz unten? Ach, das ist der Schatz. Moment mal, den haben wir doch in der letzten Folge geholt. Den habe ich, musste ich ja nochmal holen. Scheiße! Das ist nicht wahr, ne? Das war ja jetzt nicht wahr, du. Ist da ein, so eine kleine Kante, die da rausragt, und da knallt der Eddie aber voll mit Liebe dagegen, du. Ach nee, das ist der Schatz, der hier unten ist, da. Den mussten wir ja nochmal holen jetzt, weil ich ja die Erinnerung gelöscht hatte. Ha, ich Depp. Ich suche mir da einen Wolf. Na toll, jetzt ist das ganze Fort wieder voll mit Leuten, ey. Und ich hatte das so schön leer gemacht. Naja, wir haben ja da eh alles geholt. Ist jetzt nicht so tragisch. Glaube ich. So. Ich guck nochmal nach, aber normalerweise dürfte in dem Fort nichts mehr sein. Ja, so sieht's auch aus. Das Fort ist komplett leer, bis natürlich auf das Fragment hier. Scheiße. Na egal. Das kriegen wir auch noch. Ich muss jetzt die Frage, ob vorne offen ist. Kann ich jetzt einfach so ins Tor rennen? Oder ist jetzt die Tür wieder zu? Das ist natürlich die Frage. Aller Fragen. Mal gucken. Das Fighten ist ja kein Problem. Ne? Das ist ja. Ihr wisst ja, wie geil ich drauf bin mit dem Fighten. Die Frage ist, ob ich jetzt wieder außen rum muss durch das Tor oder ob ich einfach rein kann. Ne? Ja, ja, raus da, weg da. Es ist zu. Das kann ja aber nicht wahr sein. Kann ich hier nicht rein? Nö. Och, nö. Egal, wir müssen's machen. Machen wir jetzt im Schnelldurchgang. Ich renne einfach nur durch. Ich mache da jetzt hier nicht Metzel. Ich kriege gar keinen Nerv zu. Ach, nee, Leute. Wäre ich doch da gerade nicht gestorben, aber wer rechnet schon mit so einer Felskante? Da rechnet doch keiner mit, oder? Habt ihr damit gerechnet? Tja. Ja, ja. Jetzt auch einer weniger da oben. Als während der Mission, aber einer mehr da oben. Ein Sniper zumindest. Hallo, Eddie. Weiter. So, lahm. Bist du halt so lahm? Weiter, Eddie, weiter. So. Ach, nee. Geh jetzt einfach außen rum. Echt gut, ey. Wehrt er sich? Zu Ende gewehrt, würde ich mal behaupten. Nur oder in der nächsten Runde. Yeah. So, der ist da unten. So, da ist der Kran. Du blöder Arsch, ey, ich hätte dich umgebracht. Hoch da. Yes! Zacko! Das war das Vor. Alles geholt. Ha! So, was steht an? Sollen wir jetzt hier nochmal rum eiern? Ich denke schon. Wir müssen hier noch einiges holen in Nassau. Boah, Eddie, du regst mich so auf. So tierisch. Hier war doch irgendwo ein Shanti. Blöd. Wo ist denn das? Da oben. Okay, testen wir mal, ob wir das kriegen.
Was? Der Timer? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist das Ding losgeflogen, während ich den Timer losmache. Es kann nicht wahr sein, dieses Spiel. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier in Nassau wieder. Und dann, mal gucken, was wir da machen. Ob wir dann aufs Schiff gehen. Wir haben leider ein bisschen wenig Metall. Aber okay. Aber viel Geld, viel Geld. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Brilli. Macht's gut. Ciao, ciao.